Schöne gute Morgen. Nach 3 Tagen bis zur Kompetition, natürlich bin ich in Haut. Mittwoch, Halloween. Ich schlug die letzten 2 Tage ziemlich flach. Wieder vielleicht heuer, dass ich krank. Dafür, wenn das Video viel geschnitten ist, ist das, weil ich viel Blödsinn abgezündet habe und dem auch schon lädt. Das ist nicht mein Subtitel, ich darf schneiden statt dann raus. Ja, was steht heute im Programm? Heute geht mein Körper fettgemäß am Luxfit. Da holen wir erst natürlich Schmatt. Ich habe so eine Mussung schon 4 Wochen gemacht. Ich bin ganz gespannt, für das mein Gewicht nicht wirklich viel bougiert hat. Was mich ein bisschen nervt. Dann andere, dass aber mein Coach meint, ich habe Körperfett verloren, weil meine Form sich geändert hat. Und das wird nur da rauskommen, das weiß natürlich nur schwarz und weiß, was ich die letzten 2 Wochen gemacht habe. Ich bin ein bisschen nervös. Ich schreibe mich auch drauf, ich hoffe, das ist ein gutes Resultat. Ein Resultat, mit dem ich ganz zufrieden bin. Ja, das sieht man dann noch. Well, also es gibt bei mir nicht viel Neues, außer dass ich wie gesagt eben krank war. Dementsprechend sind kein Video von mir gehen, weil das keinen Spaß macht von der Krankheit. So steht das Woche noch im Programm. Nur kann meinen echten Tandrop. Freude muss ich eigentlich beim frischen Schaffen gehen, wenn sie leider nicht zu genug sind, dass ich kann frei holen. Und dann um 2 Uhr direkt noch der Frischschicht. Ich habe noch einen kurzen Tandrop gemacht. Und dann fahren wir direkt nach Deutschland. Ja. Wir sind zu 2. Die haben Auto mitfahren, die auf der Kompetition sind. Und da könnte eine Freundin von mir mit. Hallo und willkommen bei meinem Channel. Dir sieht es gesehen aus wie ein Stück Scheiß. Ring geschwollen an, umstacht, für wer? Sie krank. Schon hat nicht wirklich viel geschlafen. Ich einfach nicht schlafen kommt. Und dementsprechend gesehen ich natürlich aus. Mir jetzt so haut nicht in mein nicht Schönheit gehen. Aber ich will erst das Resultat von meinem In-Body-Fett-Test weisen. Und das machen wir dann noch los. Und dann entledigen ich erst diesem Gesicht. Und voilà. So, Zöllen. Für das erste Mal, der Teil war mein erster. Du war ein bisschen alles verrutscht. Irgendetwas war nicht mit dem Drucker an der Reihe. Und der Teil hat noch so die von gestern gewischt.
dazwischen noch 4 Wochen. Nein, das mal so. Schätzen wir lieber den Eichten. Mal schreiben 65,7 Kilo. Und schon mal bei 11,5 Kilo Körperfettmaß, was 17,6% entspricht. Definitiv noch zu heiß auf Bühne. Für den Rest möchte den Inbody nach Analyse von der Mega-Analyse, das heißt von der Lean Body Mass, den in den verschiedenen Bereichen hat, zum Beispiel Arm, Rumpf und Bein. Heute sieht aber bei meinen Beinen eine Disbalance. Es ist immer gut für Disbalance festzustellen. Aber komischerweise, also Disbalance ist so, dass mein Lenkbein mehr schwer ist, mehr Muskeln hat wie mein Rechtsbein. Könnt du hier, dass mein Rechtsbein, ich meine, einen halben Zentimeter mehr lang ist. Was schon eine große Differenz ist. Und wenn das nicht mehr lang ist, schafft das dann natürlich auch mehr. Voilà, so ist interessante Fakten nach hier, wo ihr dann plus minus kann feststellen, wie viel Kilo Körperfett ihr nach wo hat. Ganz klar, mein Rumpf, Bauch, Rick, ich weiß nicht, ob du den Arsch eventuell nach mal drauf hält oder zumindest den ewigen Teil vom Arsch schön und hat die meiste Körperfett da noch gehabt. Wie gesagt, das war die vor 4 Wochen. Was auch noch interessant ist, ist, dass der Grundumsatz ausgerechnet wird aufgrund von der Lean Body Mass. Das heißt, wie viel braucht mein Körper für zu verlieren, ohne dass ich Sport mache, einfach süß am Bett liegen und leben. Interessant ist das eben einfach, weil ich so man wie möglich soll unter den Grundumsatz gehen, wenn ich eine Diät möchte. Wie gesagt, das tut man das, was der Körper einfach nicht mehr braucht, für sich um Leben zu halten, wenn ihr den ganzen Tag im Bett liegt. Du hast noch keine Verdauung dran. Du hast keinen Sport dran, du hast keine Aktivität dran, du hast kein Schaffen dran. Du hast nichts dran. Just überleben. Also, komm her. Voilà. So. Die von gestern. Interessant, dass Körpergewicht hat sich nicht viel gedauert, dafür habe ich auch nicht immer gerechnet, dass ich viel Resultate da hatte. Ob 5,7 sind dann 1,4 Kilo. Ich habe aufgeholt. Da wo? Mehr. Es sind ob 9,9 Kilo Körperfett, wo ich für rund bei 11,5 war. Das sind 1,5 Kilo Körperfett. Ich will so, dass das, was ich aufgeholt habe, praktisch nicht mehr Körperfett ist. Was richtig geil ist. Und so ein Resultat hat ich mir, wie gesagt, nicht erwartet, weil ich gewischt habe und nicht mehr viel getan hat. Das weiß doch einfach, dass du nicht immer alles hast, zumal zum Schluss von seiner Diät. Voilà, 9,9 Kilo. Ich bin nur auf 15,4% Körperfett. Was aber auffällig ist, ist, dass ich Lean Body Mass an meinen Beinen verloren habe. Heute war ich auf 8,29 für mein Rechtsbein. Und heute sind ich auf 7,95. Das entspricht auch den Resultaten an meinem Training. Ich packe nicht mehr so schwer squatten. Wirklich nicht mehr so, so schwer squatten. Das ist wirklich erschreckend und ein bisschen frustrant. Für den Rest habe ich einfach am Rumpf und an den Armen ein bisschen Muskeln beigebaut, von in dem Resultat dann zu 100% kaum trauen. Ich meine, da sind aber immer prozentual Unterschiede, respektive was das nicht immer zu 100% richtig. Loha über meiner Fettanalyse habe ich 200 Gramm Fett an den Arm aufgeholt, 800 Gramm Rumpf und 300 Gramm pro Bein von Fett. Ziemlich cool. Mein Grundumsatz hat sich weiter nicht geändert. Oh, für ja Kalorien mehr, wenn das dann relevant ist. Ja. Ich bin ziemlich, ziemlich zufrieden, nur da. Ich habe dann noch ein bisschen Wasser geguckt.
schon das erklärt kriegt, ich kann nur nicht genau so, aber das eben so, da gehen verschiedene Frequenzen, Strom durch den Körper laufen los, und die Frequenzen, respektive besser, lädt er den besser wie der Däner und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann ich dann eben feststellen, dass mein Wasser ziemlich regelmäßig verdeelt ist, so wie das soll sein. Ja, schon da keine Disbalance. Auch vom Wasser her ist alles bei mir ziemlich nämlich geblieben. Intrazellulär, extrazellulär. Intrazellulär, das Wasser ist auch das Wasser, das an den Muskeln ist. Muskelzellen haben auch Wasser, das heißt, das will nicht heißen subkutant Wasser, das heißt nicht, das will nicht der Haut das. Idem für extrazelluläres Wasser. Das will nicht so wie drüschen, ich sehe in der Haut. Nee, ja. Pardon. Voilà. Die Gesichte, das ist ziemlich interessant. Ich kann das auch just empfehlen. Ich habe es schon gemacht, beim Luxfit zu Leutling. Sie haben da ein In-Body, wo sie machen es eben auch für nicht Membran. Kostet 50 Euro für nicht Membran. Wenn ihr aber seht, zum Beispiel auch am Kader von meinem Sport, weiß ich, dass ich regelmäßig da hingehe. Ich werde definitiv in der Off-Season. Ich stehe so ab 1. Januar, das sind 3 Monate von lo. Werde ich so schon ein wenig gehen, für zu gucken, für ein bisschen Kontrolle zu halten, wie mein Körper fährt, dass ich da nicht zu heiß und laut gehe, für dass mein Diät, die nächste Diät nicht zu hart geht. Ja, wenn ich regelmäßig zurückgehe, dann kriege ich natürlich ein bisschen Prozent. Für sie ist das auch immer immens interessant, die Resultate festzustellen. Ich habe schon gesagt, ich kriege von Markus, für was passt du nicht echter kommen, für was passt du nicht. Vier und länger Diät kommen, dann weißt du mal genau, was, wie, wo ist es. Ja, ich wusste das nicht. Es ist nicht auch noch recht, am Laufen meiner Diät sind statt gewöhnt gehen. Ich wollte eigentlich einen DEXA-Scan machen, für einen, wo da der Begriff ist. Geht in Amerika viel gemacht. In Amerika finde ich das auch auf alle Ecke. Heute nicht. Heute will ich einen DEXA-Scan machen, wenn ich, entweder in der Menopause ist, das heißt, als Frau sind die nicht mehr kriegt, weil ein DEXA-Scan ist eigentlich dafür da, für festzustellen, wie viele Knochendichte das ihr noch hat. Und für ihn, den ich ein bisschen auskennt, wenn Frauleute hier Periode verlieren, da verlieren sie auch gerne nur Knochendichte. Dafür sind so Massivdiäten oder Permanentdiäten nicht so gut, weil ab einem bestimmten Körperfett reduziert der Körper Trägel. Ihr setzt die einfach auf, weil pro Tag von den Tisch, respektive pro Periode, verbraucht der Körper plus minus 1000 Kalorien. Just, weil eine Periode hat. Und wenn es das zu tief ist an der Diät, dann kann man sich das einfach nicht mehr erlauben. Weil dann ist es nicht mehr überlebensmodus und dann sieht sich, schwanger gehen wir sowieso nicht, weil wir können knapp so überleben. Also, kicken wir das. Und dementsprechend ist es immens wichtig, wenn er zum Beispiel seinen Tisch verliert. Da sehen aufpassen auf Knochendichte, weil die ist die kriegen nämlich zurück, okay? Die Knochendichte kriegen nämlich zurück. Das wird aufgebaut, was aufgebaut gehen und das bleibt so der Rest für seinem Leben. Dafür Mädchen, erst keine 800 Kalorien, erst keine 500 Kalorien. Dann ist der schneicht. Fang dich da an, bleib so wie ich bei 1400 Kalorien. Der sieht, die Resultate sind aber da, auch wenn ich nicht mehr drüber gelebt habe. Aber das wird auch etwas mit Body, die es macht, wie zu tun. Weil in sich selber so weit an der Diät nicht mehr kann ausschätzen, ich auf jeden Fall. Ich sehe mich all da als Deck. Und wenn ich so als vier, zu Deck für die Bühne. Und mein Coach sieht aber dann eine Woche, nein, das habe ich gedauert. Ich sehe das aber nicht mehr. Und dafür nicht über 800 Kalorien gehen. Nicht, dass ich nicht. Möchte ich eure Körperfutti, die riskiert sogar wirklich ein Leben lang, kein Kanami können zu kriegen. Und ganz ehrlich, ich muss das sehen. Nee, das ist der Sport. Das ist Leben. Wir sollen nicht genießen. Mit allem, was dazugehört, auch mit denen, bis wir dicke Fasern.
Also auch mit Off-Season und On-Season. Also ich freue mich dich selber und wisst dich zu schätzen und wisst ihr Arbeit zu schätzen, die da macht. Und für den Rest, ja. Ich gehe mich noch ein bisschen auf den Kanapé, schaue mich noch ein bisschen. Ich will nicht viel zu viel Wasser ziehen. Da könnt ihr noch schon die erste Kusten drauf. Die war morgen aufgewaschen. Geht. Und morgen gehe ich dann noch schaffen auf Freischicht. Und nur auf Freischicht zwei Kusten. Und dann gehen wir alles rum, weil dann geht es Richtung Deutschland. Da gehen wir schon. Zum Anfang, Freundin, sie sind leer, einfach doch Kompetition, was ich denke, Freundin. Ich gehe nicht stehen, sie sind dann auf Richtung Deutschland. Und dann kriegt er die Volldröhnung von uns auf meinem Channel. Voilà. Ah, nee, ich weiß nicht, das. Ich weiß nicht, das muss. Respektive, ja doch, muss. Oder ich war muss. Mein Post-Competition Treats. Ich nehme Cupcakes gebacken. Peanut Butter Cupcakes. Mehr, die sieht ihr am nächsten Vlog. Ciao.